Haben Sie die Impfung? Haben Sie einen Test? Haben Sie einen Test dabei? Damit wir einfach sicher gehen können, dass wir hier in der Mall gesunde Leute haben, die shoppen gehen. Wer entscheidet das? Ich nicht, komm von oben. Ich habe keine Zeit jetzt. Das ist mir egal, ob Sie jetzt Zeit haben oder nicht. Ich bin sogar dreimal. Sogar dreimal, ja. Das ist natürlich super. Seit wann denn das? Seit heute wieder. Jetzt haben wir es wie spät? 17.50 Uhr, vielleicht ja erst ab 18 Uhr. Ich drehe. Es ist wirklich so schlimm, in Berlin zu wohnen. Wie hat meine Oma immer gesagt, mach dir nichts draus, die Zeit heilt alle. Das war ja ein Zungenbrecher, Oma. Die Zeit heilt alle Wunden. Und genau dieses Gefühl hatte ich irgendwie auch während Corona. Ich meine, das war schon eine heftige Zeit, wenn man mal so zurückblickt. In der jetzigen Zeit, heute, aktuell, jetzt gerade, haben wir alles vergessen. Also die ganzen Regelungen, die Strafen, die man für wirklich schlimme Dinge bekommen hat, wie dass man spazieren gegangen ist, das ist so absurd und ich glaube, viele haben das einfach komplett verdrängt, was ich auch verstehen kann, aber es ist so in Vergessenheit geraten. Scheiße! Und das passt mir natürlich gar nicht und da dachte ich mir so, stopp, nicht mit mir. Ich gehe jetzt auf die Straße und schau mal, wie die Menschen reagieren, wenn man sie jetzt 2023 im Juni, Juli fragen würde, hast du deinen Impfpass dabei? Entschuldigung, die Herren, kurze Unterbrechung. Wir machen heute stichprobenartig einen Test, ob die Menschen auch geimpft sind, damit wir einfach sicher gehen können, dass wir in der Mall kein Risikogebiet sind. Ich habe keine Zeit jetzt. Das ist mir egal, ob Sie jetzt Zeit haben oder nicht. Ich müsste jetzt befragen, ich müsste einmal hier hingehen, ob Sie einen Test, Impfung gemacht haben. Impfung? Impfung, ja? Irgendwas? Ja, ich habe Impfung. Ja, können Sie zeigen auf Handy? Nee, ich habe nicht auf Handy. Nicht hier, okay. Weil ich habe verloren mein Handy, Alter, weißt du? Und jetzt in diesem Handy habe ich nicht. Ja, man kann sich nur auch den QR-Code tätowieren oder so, dann hat man es immer dabei. Ich habe nur zu Hause Papiere, weißt du? Okay. Ja. Naja, ich mache ein Auge zu, ja? Ja, okay. Entschuldigung, die Dame. Wir haben jetzt wieder 2G-Pflicht. Haben Sie Ihren Impfpass-Test irgendwas dabei? Impfpass. Oh, zu Hause, nicht. Nicht hier? Nicht hier. Ach so, okay. Die Kleinen, sind die auch geimpft? Oder? Ja. Beide? Alle beide, ja. In China immer fliegen. Ja. Einmal geimpft, zweimal, dreimal? Ich zweimal. Zweimal. Und die Kinder? Einmal. Okay, besser. Ja, besser wäre keinmal, aber alles gut, Sie können rein. Sehr, sehr schön. Wenn ihr weiteren erstklassigen Content sehen wollt, könnt ihr mir gerne auf Patreon folgen. Ja, das ist unsere neue Kollektion hier. Gefällt dir das? Also bist du, ja? Unsere neue LGBTQ-Kollektion vorstellen. Interessiert mich gar nicht. Interessiert sie nicht? Überhaupt nicht. Warum nicht? Ja, ja. Entschuldigung, wenn Sie wollen rein? Ja. Wir haben jetzt wieder die 2G-Pflicht. Also, wenn Sie jetzt einen Test haben oder einen Impfpass, würde mir auch schon reichen. Seit wann denn das? Seit heute wieder. Ja, wer entscheidet das? Ich nicht, komm von oben. Geht nicht? Ja. Okay. Aber also haben Sie nichts oder? Ja, da verzichte ich lieber. Da habe ich noch nichts von gehört. Ach so, also sind Sie gar nicht geimpft oder irgendwas? Doch. Doch, auch? Ja, ach so. Klar. Ach so, weil Sie jetzt nichts von gehört haben, wollen Sie jetzt. Nee. Aber ich würde bei Ihnen, weil Sie mir jetzt sympathisch waren, würde ich jetzt eine Ausnahme machen. Ich finde es einfach merkwürdig, ich lasse es lieber. Okay. Alles gut. Als ich wieder in den Club gehen konnte, was ich dann natürlich nicht gemacht habe, musste meine kleine Schwester immer noch mit Abstand und Maske in der Schule sitzen. Auch einfach mal, um das einfach nochmal deutlich zu machen, was eigentlich alles passiert ist in der Zeit. Es ist doch verrückt. Entschuldigung, die Dame. Wollen Sie gerade hier rein? Ja. Ist das jetzt wieder die Testpflicht? Haben Sie einen Test dabei? Testpflicht? Ja, also es geht auch einen Impfpass, wenn Sie jetzt keinen Test gemacht haben. Denn jetzt hier Testpflicht? Na, ab heute ist wieder Testpflicht. Oder wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin jetzt zweimal geimpft, dann würde ich ein Auge zudrücken. Ich bin sogar dreimal geimpft. Sogar dreimal, ja. Das ist natürlich super. Also, also ich bin auch Krankenschwester und alles ganz easy. Ach, haben Sie es noch gar nicht mitbekommen, dass das jetzt heute... Nee, läuft? Bei uns im Krankenhaus ist das auch nicht mit einer Testpflicht. Deswegen bin ich jetzt etwas verdattert. Ich komme ja gerade aus dem Krankenhaus. Ach so. Ja, vielleicht jetzt haben wir es wie spät? 17.50 Uhr, vielleicht ja erst ab 18 Uhr. Okay, also darf ich jetzt rein? Oder? Sie dürfen rein, weil Sie Krankenschwester sind da. Da weiß ich, Sie machen nicht, Sie husten da jetzt keinen an oder so, das ist alles in Ordnung. Ich bin auch ganz gesund und alles ist gut. Das ist schön, das freut mich sehr, dass Sie gesund sind. Aber ich bin jetzt etwas geschockt. Ich habe hier gerade einen Artikel aus Versehen geöffnet. Pandemie, die wichtigsten Corona-Begriffe. Ja, cool! Da hast du die nochmal alle aufgelistet. Kannst dich nochmal mit
Oh, wenn ich das Bild schon sehe, dann geht bei mir natürlich, wenn ich das Bild sehe, da passiert in mir etwas, da habt ihr gar keine Vorstellung, was da passiert. Das sind nicht nur Aggressionen, das ist auch kein Hass, das ist ein Wort, was noch gar nicht, das gibt's noch gar nicht. Entschuldigung, die Dame. Wir wollen heute stichprobenartig die Leute fragen, ob sie auch geimpft sind, damit wir einfach sicher gehen können, dass wir hier in der Mall gesunde Leute haben, die shoppen gehen. Haben Sie die Impfung? Haben Sie einen Test? Irgendwas? Jetzt müssen Sie einen Test machen. Nee, müssen Sie nicht, aber wenn Sie geimpft sind, dann können wir sicher gehen. Ich bin negativ, weil ich ja Schnupfen hatte. Ah. Ich bin ja nicht geimpft. Nicht geimpft? Mhm. Das finde ich sympathisch. Okay. Dann können Sie jetzt ganz, ganz entspannt. Entschuldigung? Sie in den Wein? Ja. Ja? Wir haben jetzt wieder, ist jetzt mit Testpflicht. Okay. Hast du einen Test mit oder? Nee. Hast du einen Impfpass oder irgendwas? Aber ich habe Impfung dreimal. Ja? Ich habe keinen mehr. Nicht dabei jetzt? Oder nee. QR-Code oder irgendwas? Nee. Ach, aber nicht? Ich habe nur Handy. Nur Handy? Handy geht auch, ja. Ich drücke ein Auge zu. Ja. Ja, ich drücke ein Auge zu. Komm. Ach so, aber ich weiß nicht, aber gibt es normal die Tests von dir? Ja. Nee, dann drücke ich heute ein Auge zu. Ja, okay, danke schön. Gerne. Ah, da sind meine Freunde von der Polizei. Am besten hole ich mir gleich Unterstützung, weil alleine wird das hier schwierig. Ich muss schon ehrlich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich als Ordner zu identifizieren. Und seit dem Tag lebe ich auch einfach den Grundsatz, wenn du eine Warnweste zu Hause hast, hast du es geschafft im Leben. Ich meine, du kannst damit wirklich alles machen. Sobald du eine Warnweste anhast und auf die Straße gehst, die Leute sind hörig, die machen alles, was du sagst. Geil, oder? Und was kostet eine Warnweste? Meistens hast du da sowieso 8 Stück Dinger davon im Auto liegen, ist doch super. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Ist die ganze Zeit in Vergessenheit geraten oder habt ihr manchmal diese Blitzmomente, die ich auch habe, wo ich dann irgendwo stehe und mir so dachte, verrückt, vor einem Jahr hätte ich hier einfach nicht reingedürfen. Okay, vor anderthalb, ja, ist auch egal. Kennt ihr das? Komplett verrückt. Komplett verrückt. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vergesst die Masken nicht. Wer weiß, wann man sie nochmal gebrauchen kann. Wie kann man Masken noch nennen? Ich wünsche euch ein zelluloses Atmen. Kann man das so sagen, weil man sagt ja auch zellulose Masken. Zellulos wäre dann ohne Maske. Ciao! Extrem viel Spaß gemacht, mich als Ordner zu identifizieren. Ja.